Heute zeige ich euch, was eine Tonybox ist, wie sie funktioniert und werde euch ein paar der beliebtesten Figuren zeigen. Das hier ist eine Tonybox. Das ist ein quadratischer, relativ robuster Würfel, der wirklich ganz einfach zu bedienen ist. Möchte man die Box anmachen, drückt man einfach auf eins der Ohren. An den Ohren bedient man auch die Lautstärke. Das kleine linke Ohr, damit macht man leise, mit dem großen rechten Ohr macht man lauter. Wenn man ein Kapitel vorspringen möchte, klopft man einfach auf die linke Seite. Möchte man ein Kapitel zurückspringen, klopft man einfach auf die rechte Seite. Das demonstriere ich euch jetzt am besten am Räuber Hotzenplotz. Der Räuber Hotzenplotz. Erster Teil. Der Räuber Hotzenplotz. Zweiter Teil. Der Räuber Hotzenplotz. Erster Teil. Und wenn man die Box ausmachen möchte, nimmt man einfach die Figur runter und nach 10 Minuten geht die Box dann von ganz alleine aus. Genauso, wenn man eine Figur durchgehört hat, dann geht die Box ebenfalls nach 10 Minuten von alleine aus. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, wenn wir die Box zur Seite neigen, nach rechts spulen wir vor und nach links spulen wir zurück. Damit ist eigentlich auch schon alles zur Funktion der Box gesagt. Wenn ihr die Box schützen möchtet, und zwar habe ich neulich ein Bild gesehen, da hat ein Kind die Tonybox komplett mit einem Kugelschreiber bemalt. Dann seht ihr eine Anleitung, wie ihr so eine Hülle ganz einfach nähen könnt, da oben links in dem Link. Und jetzt erkläre ich euch noch kurz den Unterschied zwischen den Kreativ- und den ganz normalen Tonys. Die Kreativ-Tonys sind immer in so einer weißen Verpackung. Ja, die gibt es in unterschiedlichen Varianten und da kann man eigene Inhalte drauf spielen. Die normalen Tonys, die sind in so einer roten Verpackung. Die haben fertig installierte Inhalte drauf, Geschichten, Lieder und die kann man nicht überspielen. Dann gibt es noch in Anführungsstrichen eine dritte Variante und das sind die Zaubertonys. Ich habe hier so einen Drachen selber gemacht und zwar braucht man da eine Figur seiner Wahl. Da setzt man dann einen Chip aus einem Kreativtoni rein und wie das funktioniert, seht ihr hier oben rechts in dem Link. Da habt ihr dann eine Anleitung, wie ihr so einen Zaubertoni selber bauen könnt. Jetzt zeige ich euch ein paar der beliebtesten Figuren und spiele euch die Titel ganz kurz an. Dann könnt ihr sehen, ob die Tony-Figur euch gefällt und ob sich der Kauf für euch überhaupt lohnt. Weil mit 12 und 15 Euro für die Figuren ist es ja jetzt auch nicht gerade günstig. Die zwei begehrtesten Tonys sind hier die beiden. Der grüne und der gelbe. Der gelbe, das war eine limitierte Auflage und zwar bei den allerersten Boxen. Das E vorne drauf ist der Anfangsbuchstabe vom Vornamen einer der Töchter der Gründer. Die gibt es gar nicht mehr, genauso den grünen. Das ist ein Kreativtoni, der wurde aus dem Programm genommen, weil er einfach wegen der Farbe nicht besonders gut lief. Und da es den jetzt nicht mehr gibt, genauso den gelben, sind die natürlich sehr begehrt. Und jetzt, wie gesagt, demonstriere ich euch ein paar Figuren, die ich habe und fange mal mit dem Fuchs an. Der Fuchs hört selber. Abends will ich schlafen gehen, aber heute Bumbeit, ich schlaf lang. Ja, ihr
Also ihr seht, die Figur ist sehr speziell, wobei ich sagen muss, also als ich die das erste Mal gehört habe, fand ich die ganz, ganz furchtbar. So langsam gewöhne ich mich an das ein oder andere Lied. Aber ich muss dazu sagen, das letzte Lied, das wir jetzt gerade gehört haben, ich glaube, das alleine ist ein Grund, warum ich diese Figur nicht spielen lassen werde, weil aber alleine der Text, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Also ich habe da als Kind habe ich da Angst gehabt. Da habe ich immer gedacht, was ist denn, wenn Gott nicht will, dass du wieder geweckt wirst? Dann machen wir mal weiter mit dem Pinguin. Da hören wir mal rein. Fröhliche Weihnacht überall. Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Am Weihnachtsbaum, die Lichter brennen, wie glänzt er festlich, lieb und mild. Ah, 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 der Winter, der ist da. Wenn der Weihnachtsbaum uns lacht, wenn die Glocke Bimbam macht, kommt auf leisen Sohlen, Ruprecht dann verstohlen. Morgen, Kinder, wird's was geben, morgen werden wir uns freuen. Jetzt habt ihr einen Eindruck vom Pinguin bekommen. Meiner Meinung nach ein bisschen ähnlich wie der Fuchs, aber ein bisschen besser. Das Einzige, was mir an ihm nicht gefällt, ist in der Weihnachtsbäckerei, dass das so eine rockige Version ist. Finde ich jetzt nicht so passend zu Weihnachten. Passt auch nicht, meiner Meinung nach, nicht wirklich zu den anderen Liedern. Aber es ist Geschmackssache. Anderen gefällt's und das könnt ihr ja selber entscheiden. Dann machen wir mal weiter mit dem Eichhörnchen. Das sind 30 Geburtstagslieder. Hab ne Tante aus Marokko und die kommt hip hop. Hab ne Tante aus Marokko und die kommt hip hop. Rocky Zucki, Rocky Zucki. Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. If you're happy and you know it, clap your hands. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Meine Oma ist eine ganz verdammte Frau. Einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene sehr und Gleisen und dem Eisenbahnverkehr. Ja, ich denke, das reicht als erster Eindruck. Finde ich persönlich wirklich total süß, den Toni. Machen wir mal mit dem Hund weiter. Teddybär, Teddybär, dreh dich um. Teddybär, Teddybär, mach dich krumm. Es kommt vom Nil, es kommt vom Nil. Ein riesengroßes Krokodil. Mein Hund, ja. Ja, das war's jetzt auch für den Hund. Ich denke, das reicht und den finde ich eigentlich auch ganz süß. Nehmen wir mal Anne Kaffeekanne.
Davon hören wir eigentlich im Moment nur ein einziges Lied, das erste. Mein Sohn ist erst 5 Monate alt, aber der liebt dieses Lied total. Okay, dann kauf ich dir ein Hähnchen und das soll dich jeden Morgen wecken. Und das Hähnchen macht kikirikiki jeden Morgen schon ganz früh. Na sowas, Sabine ist noch klein. Na sowas, sie möchte gern größer sein. Guck, die Katze tanzt allein, tanzt und tanzt auf einem Bein. Guck, die Katze tanzt allein, tanzt und tanzt auf einem Bein. 10 kleine Fledermäuse flogen um die Scheun, der einen wurde schwindelig, da waren's nur noch 9. Schlaf, Anne, schlaf, nur ein, bald kommt die Nacht. Hat sich aus Wolken Pantoffeln gemacht. Ein kleiner Pinguin steht einsam auf dem Eis. Patsch, patsch, Pinguin, jetzt läuft er schon im Kreis. Da flog sie, oppa, dong, auf dem Besenstiel davon. Geradeaus, übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Also, auch wenn ich jetzt nicht jedes Lied gut finde oder so gut wie das erste zum Beispiel, finde ich die Lieder überwiegend gut gelungen und gefällt mir total gut. Dann haben wir noch die Eule mit der Beule. Das ist eine Mischung aus Liedern und kleinen Geschichten. Das ist genau wie Stockmann. Das sind auch Lieder und Geschichten. Das ist wirklich für die Kleinen ab 3 Jahren. Mama! Mama! Schrie Sophie. Hastig kam Mama ins Kinderzimmer gelaufen. Was ist denn, Sophie? Die Tiere, sie sind alle lebendig geworden. Ja, gefällt mir total gut, finde ich richtig süß. Genauso wie Stockmann, da habe ich auch schon reingehört. Übrigens kann man zu Hause, wenn man eine Packung noch nicht aufmachen möchte, aber trotzdem möchte man sie testen, kann man die draufstellen oder auch legen. Stockmann von Julia Donaldson und Axel Schäffler. Das finde ich immer ganz praktisch, wenn man dann sich eine Figur holt und man findet sie dann doch nicht so gut, dann kann man sie wieder umtauschen. Dann, wen hatten wir denn noch nicht? Den Elefanten. Das sind nur Geschichten. Außer der Anfang natürlich. Er ist blau. Jetzt kommen die Monster. Die schlafen alle auf einem großen Haufen. Das, wenn ihr was träumt. Also man schläft und aber trotzdem denkt der Kopf bewegt. Jetzt kommt was zum Raten. Das sind die Katzen vom Katzenchor. Ja, so wie man die Sendung halt kennt, ne? Und dann haben wir hier noch den Löwen, der ist bei jeder Box dabei. Das ist eine Geschichte. Der Löwe konnte nicht schreiben. Also ging er zu den Affen. Hey, ho, hey, hallo Löwe! Und sah. Ich habe die Geschichte selber noch nicht gehört, habe aber von anderen mitbekommen, dass die ganz gut sein soll. Ich glaube, damit sind wir auch durch. Dann möchte ich euch als allerletztes noch eine ganz besondere CD ans Herz legen. Und zwar ist das eine personalisierte CD, wo die Kinder mit ihrem Namen direkt angesprochen werden und der Name auch in manchen Liedern vorkommt. Ich werde euch mein Lieblingslied daraus, werde ich euch im Anschluss vorspielen. Die CD, die bekommt ihr übrigens unter kinder-schlaflieder.de. Ja, und damit verabschiede ich mich dann auch von euch. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Lieblingslied. Ich wünsche dir eine gute Nacht.
zufrieden ein. Bei mir wirst du sicher und geborgen sein, denn ich gebe auf dich ab. Ich geleite dich durch die Nacht. Ich schenke dir ein schönes Licht. Es ist der Stern, der zu dir spricht. Deine Nacht wird strahlen und funkeln. Ich werde da sein, dein Licht im Dunkeln. Ich gebe auf dich Acht. Ich geleite dich durch die Nacht. Ich gebe dir Gemütlichkeit. Es redet deine Decke, sie ist so weich. Mit meinen Federn halte ich dich warm. Ich werde dich beschützen in meinem Arm. Ich gebe auf dich Acht. Ich geleite dich durch die Nacht. Ich bleib gewiss für dich wach. Es ist der gute Mond, der durch dein Fenster lacht. Ich wohne oben am Himmelszelt und behüte